Hier werde ich jetzt dann die Kürbisse gleich anpflanzen. Also hier jetzt noch nicht. Hier kommt ja jetzt noch Stein hin. Schatz, du kannst ja schon mal lernen, weil der Gute schreibt morgen eine Klausur. Und dann kann er ja eigentlich schon mal lernen, ne? Ne, Leute? Lernen muss man auch können. So. So. Er schläft eine Stunde. Ja. So. Ich bastel jetzt hier einfach noch fertig. Wir hatten uns diesmal einen Server gemietet, weil wir immer so viele Lags haben. Die Lags, die wir jetzt erwähnt haben, die waren halt von der Internetleitung, weil das ja eine Funkleitung ist, drüben im Schlafzimmer dann, wo der Sato aufgenommen hat. Und keine feste Leitung. Aber es ist immer noch besser als auf dem Hamachi-Server, weil das wirklich sehr leckt. Und das macht dann einfach keinen Spaß aufzunehmen damit. So. Ich wollte auf jeden Fall jetzt noch ein paar Pumpkins hier hinsetzen. So. Momentan habt ihr hier exklusiven Motoko-Content, so wie in Folge 1, wo ich auch schon alleine gezockt habe. So. Dann können wir jetzt gleich hier mal ein paar Pumpkins setzen. Hier muss ich dann später machen. Hier oben. So. Wie viel Reihen machen wir denn da? Ich weiß auch nicht, wie viel. Eigentlich würde sich ja hier jetzt so Dreierabstände anbieten, weil die Pumpkins ja in der Mitte und dann können die in alle drei Richtungen was machen. Oder man setzt ja, ich glaube, wir machen das besser so. Wir setzen die so und da kommt Wasser hin. So. Schlagen wir hier mal eben den Stein noch weg. So. Das geht ja ganz schnell mit der Eisenspitzhacke. So. Und jetzt die Erde dahin. So. Und dann sehen wir, das muss auch noch weg. Hier muss dann die Quelle hin. Und hier werde ich jetzt noch eben die Steine wegschlagen. Weil das Wasser fließt dann ja immer so komisch, wenn man das jetzt nicht einmal richtig macht. So. Ja, lassen wir das Wasser einfach mal hier runterfließen. So. Dann hier müssen wir dann einmal buddeln. Ups. So. Bis hier. So. Und hier müssen wir ein ganzes Stück wegnehmen. Oh nein, meine Schaufel ist kaputt. So. Wir müssen noch ein Feld fertig machen hier. So. Hier unten haben wir auch keinen. Vielleicht treffen wir hier nochmal auf eine von unseren alten Höhlen. Das wäre lustig. So. Da ist noch Stein. So. Da ist auch noch Stein. Weil wir jetzt hier. Und die Musik jetzt ein wesentlich weiter tiefer sind. So. Kann ich mal ausschalten hier. Dann spielt er uns jetzt die Steine nach da vorne. So. Ja. Ich muss auf die Uhr gucken, dass ich noch genug Zeit habe, weil ich, wie gesagt, die Map noch runterladen muss, weil der Server dann ausgeht. So. Aber das Feld machen wir jetzt noch schnell fertig. Wo haben wir denn hier die Samen? Pumpkin Seeds. Melon Seeds. Das sind also wirklich unsere einzigen Samen, die wir haben. Die muss ich also auch gut hüten. So. Noch ein paar Zäune. Können wir ja dann schon mal einzäunen. Ja, dann. Ach so, da habe ich ja sogar noch eine Schaufel. Ach, ich bin doch so blöd. Schneller! So. So. Okay. Doki. So. Also.
Hier kommt ganz normal noch Feld hin. Feld hin. Feld, Feld, Feld. Und hier kommt dein Pumpkin hin. Und das setze ich jetzt auch erstmal einen Zaun. So. Setzen wir hier einfach weiter den Zaun. Und hier machen wir dann unseren neuen Eingang hin. So. Dass wir hier auf jeden Fall keinen Besuch von irgendwelchen Monstern bekommen. So. Dass wir hier ein bisschen monstersicher sind. Jetzt habe ich hier gar keinen Zaun mehr. So. Keine Lust, dass mir dann die explodieren. Jetzt wird schon wieder dunkel. So ein Müll. So. Und jetzt seht ihr, wie ich das mache. So. Meist erstmal so und später werde ich dann da noch mehr setzen. So. Hoffentlich laufen mir wieder nicht die Monster durchs Gemüse. Das ist ja auch schon mal passiert. Fackeln. So. Jetzt mal erstmal so fackeln. Auf jeden Fall ist es jetzt schon heller als früher. Früher war es ja immer sehr duster an den Feldern. So. Okay. Da oben habe ich jetzt... welche? Achso. Da läuft das Wasser noch nicht richtig. So. Jetzt läuft das Wasser richtig. Ja, so. Und hier. So und so. Und hier auch noch. Und da kommt ein Dings angeschwommen. So. Können eigentlich auch noch mehr von denen setzen. Da haben wir so viele. Und hier unten setze ich jetzt dann die Kürbisse oder was auch immer das gerade war, was wir eben gesetzt haben. So. Und die Maus verlässt uns. Das weiß ich auch nicht. Also irgendwie mag der HP-PC bestimmte Sachen nicht. So, Maus, kommst du wieder? Okay, das ist sehr gefährlich, vor allem, falls dann sich ein Creeper nähern sollte. Oh, jetzt dürfen wir auf diesen dummen Stein drauf rumhacken, weil ich den falsch gesetzt habe. Aber er geht dann doch kaputt. So. Okay, dann hier noch. Und da noch, und da noch, und da noch, und da noch. So. Bis hier. Also bis da. So. Alles einsammeln und... so. Dann kommen hier noch die wichtigen Samen hin. Der und der. So, dann sind wir soweit fertig mit dem Feld. Und wie viel Zeit habe ich denn noch? Ich habe Zeit hier noch ein bisschen. Das hier noch anzulegen, das Feld. Dann machen wir das auch noch eben. So, und den Eimer Wasser erstmal dahin kippen. So. Seht ihr, dass sich Gras ja jetzt von selber, glaube ich, ausdehnt? Das ist ziemlich cool. So. Na, später darf man dann nicht mehr so rückwärts laufen, weil man sonst beim Runterfallen die Felder dann kaputt macht. So. Oh, und da war sie kaputt. Da ist unsere Sense kaputt gegangen. So. Ja, und ihr wisst ja dann, was uns dann demnächst noch erwartet. Wir haben ja diese Höhle gefunden, die wir noch nicht erkundet haben. Und ich wollte noch ganz viel Wolle scheren gehen. So. Also erstmal brauchen wir jetzt noch jede Menge Samen. Und eine Sense wäre nicht schlecht.
So. Ah. Stimmt, wir können Bone Meal benutzen, dann haben wir ganz schnell neue Kürbisse und dann kann uns auch nichts kaputt gehen. Da ist eine Sense. Dann mache ich das auch mal eben noch. Wir sollten vielleicht noch was zu essen reinschmeißen. Wo haben wir denn? Da haben wir Brote. So. Brauchen wir noch mehr Wasser? Eigentlich nicht. Ach nee, da unten. Da unsere geheime Quelle. So, ich sehe die Uhr nicht richtig. Ich muss auf die Uhr gucken. So. So. Wo ist der Golem eigentlich hin? Da hinten. Wie sollte ich dafür mehr Licht sorgen, da hinten? So. Wenn da schon irgendwelche Monster spawnen, ihr wisst ja immer, auf dem Hügel oben spawnen ja immer Monster. So. Da muss man was gegen machen. So. Dann da 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 da. Dann da 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 da. So. Und da muss ich auf der anderen Seite hier. Jetzt kann ich den Golem gebrauchen. Wir rennen jetzt durch die Felder durch. Oh je. Genau, hau ab. Mach mir nicht die Felder kaputt. Scheiß Zombie. Wenn man einmal davon redet, schon hat man dann die Viecher da rumrennen. So, und ich habe tatsächlich keine Zäune mehr, nur Zäuntore. Und auch keine Spitzhacke mehr. So, dann machen wir die mal groß und vor allem wieder unten. Dann haben wir hoffentlich bald Nachwuchs. So. Wunderbar. Hier hat er mir auch zerstört, das blöde Viech. Und da auch. Sind wir fröhlich munter durchgerauscht. Da müssen wir auf jeden Fall noch dran arbeiten. An der Feldsicherheit. Da ist schon mehr Licht gemacht. Ah, da ist schon der erste Kürbis. Aber noch nicht, ja, so an der Sicherheit da halt. Dass da keine Monster reinlaufen. Wir hatten ja auch schon Creeper, wir hatten ja schon alles Mögliche hier drin sitzen. Boah, fertiges Getreide. So. Oh. Auch Kürbisse? Ich dachte, das wären Melonen und Kürbissamen gewesen. Bleib hier, du Kürbis. Achso, das ist noch nicht ganz unten, das ist hier. Ja, die Melonen. Auf die warten wir eigentlich. So. Kann ich noch den Weg ein bisschen setzen? So. Sind wir voll? Wir sind voll. Jetzt nicht mehr. Manchmal sind die irgendwie ein bisschen verpackt, dann hängen die im Boden drin. So. Ich warte auf eine Melone. Kleine rosa Schweinchen. So. Jetzt muss ich aber Schluss machen. Beim nächsten Mal können wir dann schön Wolle sammeln bei den Schafen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und damit sage ich bye bye, bis zur nächsten Aufnahmesession. Tschüss.